Landwirt live dabei. Auch in diesem Jahr lud New Holland wieder zu den traditionellen Expertentagen nach Zedelgem in Belgien ein. Ein Event, das mittlerweile zum 11. Mal zahlreiche Kunden aus ganz Deutschland und Österreich anlockte. Die rund 400 Teilnehmer durften im Kompetenzzentrum für Erntetechnik ein umfangreiches Programm erleben. Die Expertentage sind eigentlich aus Werksbesuchen entstanden und wir haben festgestellt, dass die Besucher hier viel mehr interessiert. Deshalb ist es unser Ziel, Informationen an die Besucher hier weiterzugeben, aber auch hier mit den Kunden an den Maschinen zu sprechen. Neben den interessanten Fachvorträgen zum Thema Produktentwicklungen, Neuheiten, Motorentechnologie und Landwirtschaft 4.0 wurden die Pausen intensiv genutzt, um die Maschinen genauer zu betrachten und sich über die Neuheiten zu informieren. Das Interessante an den Expertentagen ist, dass sich der Kunde auch mit Berufskollegen unterhalten kann. Das bedeutet, dass man Erfahrung austauschen kann. Die Maschinen sehen, neuere Produkte sehen oder Neuerungen an den Maschinen sehen. Ja, und einfach in Kontakt kommen mit den Leuten, sich mit denen unterhalten. Das Tolle an den Expertentagen ist, dass man auch mit Gleichgesinnten zusammenkommt und auch mal das Produkt noch näher kennenzulernen und noch mehr in die Tiefe reinzugehen. Wir sind am Überlegen, unsere Mähdrescher umzustellen und ich habe mit meinem Chef abgesprochen, dass ich einfach hierher fahre, mir die Maschinen anschaue, auch mit Praktikerkollegen spreche, was sind deren Erfahrungen über die Maschinen, und das war mir sehr wichtig, da ein bisschen Informationsmaterial zu bekommen. Das Highlight dieser Veranstaltung war für die Besucher ganz klar die Werksbesichtigung. In der belgischen Stadt Zedelgem werden die New Holland Mähdrescher, Großballenpressen und Häcksler gefertigt. Der größte Teil dieser Maschinen geht in den Export. Bei der rund 6 Kilometer langen Führung bekamen die Besucher einen umfangreichen Einblick in die Produktion. Angefangen von der Einzelteilfertigung bis hin zur fertigen Maschine. Wir laufen durch diese Produktionshallen durch mit den Leuten und sehen dann auch die extrem hohe Fertigungsdichte bei New Holland. Das heißt quasi vom Nullprozess bis dann zur Komplettierung. Und das ist das Schöne, was die Leute dann hier mit nach Hause nehmen. Das war das erste Mal, dass ich ein Werk für Mähdrescher besichtigt habe. Und da war ich einfach schon positiv überrascht, wie strukturiert das Ganze abläuft. Was ich besonders interessant war oder beeindruckend fand, war die Montage der Mähdrescher. Also von der Größe her und Dimension. Und dass in so kurzer Zeit eine so große Maschine gebaut wird. Die Tiefenfertigung, dass alles selber gebaut wird. Vom kleinen Blechteil bis Motor aufsetzen, ist umfangreich. Auch die Zahl der von 1952 bis heute produzierten Mähdrescher ließ die Besucher staunen. An dem Tag, an dem wir die Führung begleiten durften, lief der 225.210. Mähdrescher vom Band. Abgerundet wurde das Event mit einer Stadtführung und Brügge Celebrations, ein mittelalterliches Spektakel. Während eines schmackhaften Abendessens wurden die Besucher in eine kleine Zeitreise versetzt und durften Gast bei einer mittelalterlichen Hochzeit sein. Feuerspucker, Ritter, Mönche und nicht zu vergessen, ein Hofnarr, sorgten für ein unvergessliches Erlebnis. New Holland Expertentage. Fachliche Vorträge, spannende Führungen und ein touristisches Highlight.